Die Entstehung einer Glocke. Seit 1599 werden von der Familie Grassmeier Glocken für die ganze Welt hergestellt. Erika Gries, die seit mehreren Jahren ihren Wahlwohnsitz mit ihrem Mann Erwin Gries in Rottach-Egern am Tegernsee hat, wollte der Gemeinde und vor allem dem Kulturverein des Ortes eine Spende in Form einer Glocke machen und setzte diesen Wunsch in die Tat um. Das hier ist ganz am Anfang, als wir der Gemeinde Rottach-Egern angeboten haben, eine Glocke zu stiften. Das hier sind die ersten Zeichnungen, Konstruktionszeichnungen von mir für einen Glockenstuhl, vor allem für das Aussehen des Glockenstuhls mit Erdfundamenten, bereits mit erster Bemaßung. Jetzt kommt die Vorderansicht des von mir skizzierten Glockenstuhls mit dem Pultdach. Jetzt kommen die Arbeitsblätter zur Gestaltung der Glocke. Das sind jetzt technische Unterlagen, wie wir seinerzeit den Klang der Glocke, die schließlich eine FIS-1-Glocke geworden ist, wie der bestimmt wurde. Hier wird einmal gezeigt, wie aufwendig es ist, eine Glocke herzustellen. Grassmeier Senior erklärt die vielen interessanten Aspekte rund um die Entstehung seiner Glocken. Eine seit Jahrhunderten bewährte Kupfer-Zinnlegierung, aus der schon viele Kirchenglocken die Glockengießerei Grassmeier in Innsbruck verlassen haben, ist die Grundvoraussetzung für den richtigen Klang. Denn schließlich will unsere weltliche Glocke den kirchlichen in nichts nachstehen. Nachdem die Zinnbarren eingeworfen wurden, wird umgerührt wie in einem riesigen Kochtopf. Bei bis zu 1300 Grad Celsius hört sich jeder Spaß auf. Und so sind die Männer mit hitzebeständiger Arbeitsschutzkleidung ausgestattet. Wir wissen, dass unser Bemühen von deiner Gnade getragen sein muss, damit das Werk gelingen kann. Wie Lava strömt das flüssige Metall heraus. Eine Probeentnahme.
Und nun wird es spannend. Es kommt zum eigentlichen Glockenguss. Das war nun der Glockenguss, auf dessen Augenblick die gesamte Delegation vom Tegernsee gewartet hat. Das ist das Magnesiumpulver, das das Metall im Überguss, im Steiger noch einmal erhitzt, dass es ja auch schön nachsehen kann. Dass die Holzkohle, die draufkommt, damit die kalte Luft abgeschirmt wird, damit es lange flüssig bleibt und auch sein kann. Das gehört zum alten Brauch in der Glockengießerei. Auf das gute Gelingen des Glockengusses wird mit einem Schnapserl angestoßen. Prost! Drei Wochen später. Denn so lange braucht die Masse, bis sie völlig erkaltet ist. Die Spenderin Erika Gries betätigt eigenhändig die Fernsteuerung des Kranes und hebt die Gussform von der Glocke. Und alle warten gespannt auf diesen Augenblick. Noch sieht man nur gehärteten Lehm. Doch schon bald soll das anders sein. Den Lehm muss man halt dann jetzt noch fest herunterputzen. Da braucht's aber noch viel Vorstellungskraft, um sich eine blank polierte Glocke vorstellen zu können. Die ersten Motive sind schon sichtbar.